Ja, da kann ich eigentlich nur noch mit den Timer gehen, ne? Und gegebenenfalls da mich in den Zug setzen, ne? Und dann fahre ich mal hier runter, nach Rhodes oder so. Weil da habe ich jetzt alles erledigt und dann kann ich mal bei der Penelope nochmal vorbeischauen. Anscheinend will sich dieses Liebespaar davon machen, ne? Aber die Eltern haben was dagegen. Wir sorgen damit für mehr Liebe. So. Ach krass, die Soldaten, die sind immer noch markiert. Die junge Liebe müssen wir retten. Oder unterstützen, sagen wir so. Aber in Valentine mache ich mal Rast, würde ich sagen. Da gebe ich dem Pferd nochmal was Gutes. Ich selbst nehme ein Bad. Was war das? Gut, die Dinger brauche ich. Wenn ich brauche Federn. Fettes Vogelfleisch, Truthahnfedern, yes. Dann hänge ich mir mal ans Pferd. Noch einen haben wir nicht hier, ne? Das wäre mir echt lieb, weil ich brauche unbedingt ein paar Federn. Nö, sieht nicht danach aus. Valentine, 6:15 Uhr, 4 Grad. Ich wollte gerade sagen, direkt zum Schlachter und da taucht er vor mir auf. To the freight station. You know if I'm heading in the right direction? Können wir gerne machen. Ach Junge, die sehen ja immer so geil aus. Come on now. Ich bin nichts. Help me out. Ja, ich kaufe dir jetzt. Lass mich jetzt das Zeug hier noch verkaufen. I told you. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. Next to the freight station. Well, thanks anyway, Mister. Thanks, partner. Ich will dir helfen, Mann. Komm. Good thing I found you, huh? It'd be a shame to end up lost. Oh, I really don't feel too good. I really need to get back home. Is that my house up ahead? Looks sort of familiar. Smells like it should. Here we are. Home sweet home. Hier wohnt er? Oder habe ich mich jetzt vertan? Must be it. Looks kind of different. Oh well. There she is. My beautiful wife. Das ist ein Pferdearsch. Ach, der fliegt jetzt weg, 100%. Klatscht, da tritt den jetzt und dann fort. Und ich krieg wieder die keine Ehre oder weniger Ehre. Ich wollte dem Mann helfen, aber ich wusste nicht wie. Wrong house, buddy. Ah ja. Das Geld von dir brauchst du ja bestimmt auch nicht mehr. Ich habe ja eh genug Ehre.
Hast auf jeden Fall ein Fragezeichen offen. Geh ich direkt hin. Ich finde das cool, dass sie so am Arbeiten sind. Now you see, Helen, Acri here is a silly boy. And Protus isn't a boy at all, but a chimpanzee that a man shaves a face into. You can't punch, my sweet. It's sad, really. Oh my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Arthur. Arthur could. Easily. You. Maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Reiche Jungs, die... Come on. Ein paar Abenteuren haben wollen, die ein paar Männer kennenlernen wollen. Einfach auf Mutboden. Das war früher die sogenannte, ja, früher eine Challenge, ne? Heute macht man es ja über TikTok oder was, ne? Wenn man immer wieder hört. Das Jugendliche bei irgendwelchen Challenges aufgehen. Ja, so sah er früher aus, ne? Treten Sie mir in die Weichstelle. Wohl denken da. Was ich ihre Freundin nenne. I think so. I slipped. And I hope you killed the leprechaun. And he's still alive? Shoot him, please. One of you. There, there. Up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Whatever got into your heads? Wir müssen hier voll drauf sein, ne? Was hat die Frau nur an den... Was empfindet die Frau nur an den beiden? Jo, Ma'am. Kommen Sie runter. So, ich hätte gerne einen Bart. Oh, I remember you. Lost a bit of weight there, it looks like. You should get yourself over to Smithfield's for a hot meal. Das werde ich machen. Nach dem Bart. Can I get a hand in here, please? Für 50 Cent ein Luxusbad. Das waren noch Zeiten, ne? Let me know if you'd like a bit of an extra scrub anywhere. Ganz schön viele Sommersprossen, die gute Frau, ne? Ah, jetzt habe ich auf Verlassen gedrückt. Ich wollte eigentlich drücken die andere Taste fürs Waschen des Arms, des rechten und linken, ich weiß nicht. Aber es hat mir gut getan wahrscheinlich. Es ist völlig egal, wie lange du das Bad nimmst, Hauptsache du nimmst es, ne? So, ich habe anscheinend immer noch abgenommen, ne? Also ich weiß nicht, ich esse immer wieder Fleisch. Also ich habe definitiv jetzt mehr Fleisch gegessen wie sonst. Trotzdem. Wieder. Arthur. Untergewichtig. Ich weiß nicht, wie ich das hochkriege.
Obwohl, ich kann auch so da reingehen, ne? Komm, Sir Niklas. Hey there. What are you doing to that horse? It's starving. Sorry, but the whole livery is full. So, der hat auf jeden Fall mal ein schönes, eine schöne Leistung erhalten. Wo fährt der Besitzer? Was machen wir denn da? Boah, krass, den habe ich immer noch, ne? Tennessee Walker, den werde ich mal umbenennen. Die sind nicht so trainiert, ne? Ah, der ist natürlich am wertvollsten dann jetzt. Den habe ich Hengst genannt. Tennessee Walker, den habe ich noch nicht umbenannt. So. Dann geht's weiter. Kann man doch irgendwo was essen, ne? Auf jeden Fall schon mal Meal dran. You look like hell, mister. Likewise. I'm in the prime of my life. Right. That's good eating. Fine morning, partner. If it comes back up, don't come crying to me. Ich bestimme, es ist einfach dreimal. Mal sehen, was. Ob es dann irgendwelche Auswirkungen hat. Weil man soll ja dann immer mehr essen, ne? Getting so a man can't get a goddamn break in this town no more. Not a damn one. Can I get food, please? A fella I know got kicked to death by a horse. You believe that? You look a little under the weather there, friend. Hat doch gerade gesagt, dass so ein Typ vom Pferd getreten wurde. Tja, den kennen wir doch. Das finde ich immer cool, dass so Aktionen, die man hier bringt oder die man erlebt hat, dann kurzer Zeit später irgendwo in den Dialog wiederzufinden sind. Nö, heute nicht. 8 Grad haben wir. Oh, hier gibt's keinen. No need to check on me, mister. I'm still here. Ach, Ellie and Swan, die schwarze Witwe. You might be a bloodthirsty monster, Mrs. Swan, but I kind of got a soft spot for you. If that soft spot don't extend to breaking me out of this joint, well. You know what you can do with it? Fair enough. Kann ich die befreien? We don't tolerate shit like you around here. Make yourself scarce. Stimmt, den habe ich ja auch reingesetzt. I'm done warning you. Get the hell out of here. Sorry, my mistake. Warum bedroht er mich direkt mit der Waffe? Ich frage mich gerade, ob ich irgendwie die auch befreien könnte. Weil mich wundert es auch, dass die da noch gefangen sind. Ich dachte nämlich, die wären schon längst gehängt.
Ja, dann zur Bahn, nach Rhodes, und dann hilft man der Liebe mal ein bisschen auf die Sprünge. Ich guck erstmal, ob ich Euro Kopfgeld habe. Nö. Zugfahrkarte hätte ich, brauche ich. Und zwar nach Rhodes. Derzeit sind keine Züge verfügbar. Was sind das? Hat das was mit der Brücke zu tun? Ich. Nein, jetzt gibt's ja. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte nicht angreifen, Mann. Aha, jetzt ist es entschärft. Gut. Denn ich wollte nicht angreifen, Mann. So, dann gehe ich mal hier zur Kutsche. Kann die mich nach Rhodes bringen. Jawoll! Ich nehme mal echt an, das hat was mit der Brücke zu tun. Dass man die gesprengt hat und dadurch fahren keine Züge mehr. So ist das hier, dann fahren wir ab Kutsche, ne? Auch wenn es mal teurer ist. So ein Scheiß, ne? Nachdem er so ein bisschen Geld drin hat, also ein paar tausend hier. Oh, mir ist definitiv zu warm. Interessiert mich das gar nicht mehr so. Hast du sonst immer auf alles drauf geachtet, ne? Ja, was kaufst du dir denn? Achte ja drauf, dass du nicht zu viel ausgibst und solche Sachen. Ja, aber jetzt? Ist mir das echt egal? Sieht mir immer noch viel zu warm aus. Naja, da bin, bleibe ich bei meinem Roten. Och Mann. So. Hatte noch was, ein rotes Hemd hatte ich da auch noch. Winter ist das nicht. Gesetzlos ist es auch nicht. Die Nummer 3. Wieso habe ich das denn zweimal? Nummer 2 ist das. Nummer 3 ist Winter, das wäre der hier. Dann hätte ich ja ein Outfit verloren. Und vor allem, wieso habe ich das jetzt zweimal? Dann ist das doch irgendwie wieder abhanden gekommen, Mann. Mann. Und bleibt er dem dabei. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Obwohl das rote Hemd hat mir einfach besser gefallen. Was
Das ging fast in die Hose, ne? Aber das Pferd hat es noch gut hinbekommen. Naja, das ist das hier mit der schönen Allee, ne? Ja, hier ist nichts davon übrig, ne? Nachdem wir da waren. Scheint bin ich doch immer noch im Gedächtnis geblieben von den Leuten hier, ne? Die haben mich nicht vergessen. Ich warte einfach, bis die wechseln, und dann renne ich da wieder hin. Die sind wirklich lange hinter mir her. War ja auch geil, ne? Als ich mir hier so ein, als wir hier das Lager hatten und ich habe mir hier einfach einen Bootanleger geholt. Für 400 oder was hat der hier gekostet? Und ich habe den nicht einmal benutzt. Also Lagererweiterung hat hier voll was gebracht. Und die Angelmission hätte ich mir auch gerne mitgenommen, aber da habe ich dann einfach die Hauptmission weitergemacht und dann zack, im nächsten Moment kommt es einfach, wie es musste. Da warst du schon im nächsten Lager, ohne dass du das wusstest, weil du weißt ja nicht, was auf dich zukommt, ne, wenn du die Mission machst. Ist die gute Penelope. Sie sitzt aber nicht mehr in einem so tollen Haus, ne? Oh, you came. You came. You finally came. I came. Oh, thank you. Thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bo's. Well, you met them. They're animals. Not even animals. Monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. Mach ich doch gern. Man hat ja schon auf dem Bild gesehen, dass die Frau... Just get me to Rhodes Railway Station. Na, da komme ich ja eben her. Ich dachte, es fahren keine Züge mehr. Wieso können die denn fahren? And Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up. Or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. He's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Ach, wahre Liebe, ne? Let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of.
Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty will again. But, yeah. As far as it goes, get out. Don't look back. Make something decent of your lives. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Ach, komm runter, gute Frau. Jo, Bo, hier ist deine Alte. Kein Bock, oder wie? Ah, also doch Lust. Hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Geld. Some of them jewels would do just fine. Genau. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Can I have 3 tickets to San Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly. But good to see you. Hey, cousin. No, hey, no, you leave slow. Penelope, get back. Oh, die Typen wieder. Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. I want to come back here without. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. We should have done this last time. Get on the train. Go your woman. 4 fists and maybe 1 brain between you. Ah, die sind aber stark, Alter. Von denen da, den kann ich noch am wenigsten leiden. Das sieht nämlich aus wie so ein richtiger Kürbisschläger, weißt du? Guck, der hat sogar echt drauf noch. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so what do you expect, good manners? My uncle used to say things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah. Well, how to life. Oh, my lord. Jetzt kommen sie noch mit. Second cousin. Goddamn cousins. I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. Don't deal with this. Jewels. Jewels. I knew you had some damn jewels. Macht ihr überhaupt nichts durch ihre Cousins abknallen? Ah, siehst du, die hat ihre eigene Familie. Cloud.
Krass, dass man nichts hört. Ich glaube, dann geht's ab. Is that the driver? He's abandoning us. Hold tight, all right. I'll take a look up front. What will you do? I'll figure it out. Was wartet für ein Typ da hinten? War einer von denen? Dann läuten wir erstmal die Glocke. Na, ah, muss man gedrückt halten. Genauso wie beim Beschleunigen, muss man auch gedrückt halten. Los, Vollgas. Cool aus, ne? Boah, geil, mit dem Bisons da im Hintergrund. Wo war das hier mit dem Bisons? Das muss ich echt mal gucken. Ah, hier an der Seite. Da war ich so oft und die waren nie da. Nie waren da welche Bisons, aber die vorne sind. Wollten nicht nach Saint-Denis? Ich hab doch Zugkarten für Saint-Denis gekauft. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das so eine krasse Mission noch wird. Interessiert sich aber keiner für, keiner guckt. Die Tiere hier. Nö, kein Mucks. Ich hätte jetzt gedacht, die würden sich ein bisschen erschrecken. Das macht ja mal Spaß, ne? Aber schneller ging echt nicht. Das heißt, so ein Zug und eine Runde Zug fahren, da kann man. Ja, wenn das Ding einmal in Bewegung gesetzt ist, kannst du nicht mehr viel machen. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives.
They would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Also die kann definitiv nicht mehr zurück in die Familie. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Auf jeden Fall nehme ich das Ding an. Thank you. Now, let's get you off to Boston before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah. This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Hmm? On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! Ich habe auf jeden Fall Ehre bekommen. Hätte ich mehr Ehre bekommen, wenn ich das jetzt abgelehnt hätte? Okay, diese Zeit, aber... Zeitangaben nerven immer. Die machen ja keinen Spaß. Aber war eine nette Mission, muss ich echt sagen.